So, verehrte Damen und Herren, willkommen zu einer weiteren Folge von Super, nein, Super nicht, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Und ja, ich habe jetzt erstmal die Kommentare gelesen von euch. Und leider, Luanbu 10, ich kann dir erst jetzt in diesem Part die Texte hier zeigen. Das haben sich unter anderem er und viele andere auch von euch gewünscht. Und natürlich muss ich danach nachgehen, das ist überhaupt gar kein Problem. Und ja, dann würde ich mal sagen, dass wir die Texte hier drin lassen. Das heißt, auch diese kleinen hier wollt ihr gerne drin lassen. Und ja, Naruto hat ja das geschrieben. Und jetzt steht er halt. Genau. Das muss ich gar nicht mehr sagen. Und ja, wir kämpfen natürlich mit der Zeitverzögerung, ist ja ganz klar. So, wir haben ja im letzten Part mit Naruto Orochimaru im Bossfight besiegt, der ziemlich gut war. Hat richtig viel Spaß gemacht, muss ich mal dazu auch noch sagen. Und jetzt steuern wir mal Yamato, mit dem haben wir noch gar nicht gekämpft. Ja, eigentlich ganz nett. Und wir holen uns hier Sachen. Ja, bei denen können wir nicht beten. Schade. Ja gut, wir haben auch den Glücksstatus links, rechts noch da. Links. Nicht rechts. Links. Links oben. Nee? Okay, eine weitere Videosequenz kommt. Wir dürfen gespannt sein. Oh, und Sai ist weg. What's wrong? Sai isn't here. Ach, ja gut. He isn't anywhere. Fällt ihn hier auch auf. Sai, he's already begun to move. Oh. Naruto taucht auf, verdammt. I was afraid of this. The Ninetales seal is dissolving. Sakura, no matter what happens, don't worry. But Naruto! It was for this, exactly for this reason. Huh? I can return Naruto to normal. And Captain Yamato? First, we have to restrain him. Cover me. Yes, sir! Oh, oh. Wir müssen gegen Naruto kämpfen. Und dürfen mit Yamato spielen. Das ist ja ganz cool. So. Ich hasse das, wenn auf meiner Brille Haare auftauchen. Das ist so nervig. Naja. Was soll's. Wow, Naruto sieht hier richtig cool aus. Dam, bam, bam, badam, bam. So, ultimatives Jutsu ist anwendbar. Warte mal, ist das anwendbar oder nicht anwendbar? Nicht einsetzbar. Och nö. Muss mal gerade gucken, hat sich mein Mikrofon schon wieder ausgeschaltet. Nee. Outer City, was soll denn der Scheiß? Mir wird hier einfach so angezeigt, dass hier meine Stimme leise sein soll. Obwohl das nicht sein darf. Naja, da hat uns der Kollege hier richtig einen besorgt. Wir besiegen auch ein Naruto. Nein. Siegen auch Naruto. Au. Gut ausgewichen, Mann. Sehr gut ausgewichen. Los. Bam. Super. So.
Gewonnen, verdammt nochmal. Oh, nur ein A-Rang. Das ist gemein. Nur einen verdammten A-Rang. Ich will S, verdammt nochmal. Gib mir S. Blödmänner, ey. Na, was soll's. Kann man nichts machen, würde ich sagen. He stopped moving. Okay, now. Hokage style Elder Jutsu, 10th Edict on Enlightenment. Also ich finde die Videosequenzen hier richtig cool. Also diese gefallen mir am meisten am Spiel. We managed somehow. Is Naruto all right? Yes, we managed to contain the Ninetales. Contain? How could you? Long time ago. Also wenn ich ein bisschen zu schnell vor euch bin, dann schreibt mir bitte unten in den Kommentaren, nicht in die Kommentare, sondern stoppt das Video bitte. Dann müsst ihr das nachlesen, weil ich gehe davon aus, dass eigentlich so gut wie jeder die Story von Naruto kennt. Gut, es kann sein, dass ich ein bisschen zu schnell bin. Müsst ihr wirklich das Video stoppen, weil ich kann nicht ungefähr einschätzen, wie schnell oder langsam ihr lest. Weil ich lese persönlich sehr schnell. Und, also wenn ich nicht rede, meine ich, dann lese ich ziemlich schnell. Und, ja, das könnt ihr mir glauben. Das ist wirklich so. Aber gut, dann müsst ihr wirklich das Video stoppen. Dann, wenn ihr das gerne wissen wollt. Aber meistens... Ich denke eigentlich, für mich reicht zum Beispiel die Zeit jetzt aus. Ich weiß jetzt aber nicht, wie viele Minuten, wie viele Sekunden ich für euch jetzt einrechnen muss. Ja, schreibt es eventuell noch in die Kommentare. Wenn es zu schnell geht, dann versuche ich es ein bisschen langsamer zu machen. That's what'll we do now? For now, we return to the height. Did you need some? You were Let me make this clear. I am not your enemy. I've come to negotiate under orders from a certain person, and on his behalf. Listen to the boy. Give me. What's that? A list of Anbu Black Ops led directly by the Hokage. So you snuck away with the top secret. My thanks. You said you... Yes. This is no place for a conversation. As I feared. Oh oh. Was hat Sai mit Orochimaru zu tun? Tja. Naruto mochte ihn ja sowieso vorher nicht. Ich glaube, jetzt mag er ihn definitiv nicht noch weniger. Ich kann es ihm nicht verübeln. Sai did what? That's right. I'd noticed several oddities in Sai's behavior. Boah, die Musik ist einfach nur geil. So I used one of my clones to keep an eye on him. Well, actually, he's with Orochimaru and has left for their hideout. What is that guy thinking? During the time I watched him, Sai didn't seem to be acting for... Then why? This is only something of a wild guess. I think Sai may be taking orders from someone other than the Fifth Hokage. We assume that Sai's master and Orochimaru have common... But what's so important that he team up with Orochimaru to do it? Maybe... plotting a second destruction of the Hidden Leaf. No! It's too dangerous for us to allow Sai to go like this. We're going up. Yes, sir! Also vorlesen muss ich zum Beispiel zum Glück nicht. Das finde ich ziemlich cool. Jetzt dürfen wir wieder Naruto steuern. Aber ich finde es cool. Ich muss nicht lesen. Tja, wenn das nicht mal bequem ist. Das Spiel macht das alles für mich. Besser wäre es aber für mich noch, würde ich cool finden,
also jetzt für mich als Let's Player gerade, ne, wenn die Dialoge auch selbst verschwinden, nachdem sie auch zu Ende gesprochen werden, ne. Wäre für mich besser. Wobei ich ja auch die, wobei ich auch den englischen Teil immer verstehe, ne, das ist ja auch gut. Ich glaube, der ein oder andere von euch kann das auch. Ich weiß gar nicht, in was für einem Altersgruppenbereich meine Zuschauer sind. Würde ich gerne mal wissen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal gern vielleicht euer Alter mal schreiben. Wüsste ich mal gerne, in was für eine Altersgruppe meine verehrten Zuschauer sind. Also es würde mich jetzt gerade mal wirklich interessieren. Also von ein, zwei Leuten weiß ich ja, wie alt sie sind, weil ich sie ja auch persönlich kenne. Aber so für die Leute, die ich jetzt nicht so persönlich kenne, da würde ich ziemlich gerne mal wissen, wie alt der ein oder andere von euch ist. Wenn ihr es gerne verraten möchtet, natürlich. Ist natürlich kein Zwang. Ganz und gar nicht. So, hier könnten wir speichern, wenn wir wollten. Orochimaru is in here. Beten right. Brauchen wir auch nicht mehr. Okay, are you ready? Of course. Let's do this! So. This is Orochimaru. There's no telling what sort of traps might be waiting for us. Alter, ist die Musik geil. Die gefällt mir jetzt mal richtig doll. Ich bin schwer beeindruckt. Tür kann man nicht aufmachen, die auch nicht. Wir gehen hier ein bisschen rum. Und es ist ziemlich einfach. Wir finden hier eventuell die ein oder andere, den ein oder anderen Versteck. Und ihr wisst ja, wie gerne ich suche und untersuche. Hier findet man ziemlich selten gute Sachen. Honig, Wasabi. Wobei, Wasabi hatten wir schon öfters. Weizen, guck, das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ja, aber von dem Stand finden wir es. Ah doch, da finden wir sogar noch was. Einfache Tinte. Mal 10. Guck, selbst einfache Tinte können wir aufheben. Wenn das mal nicht informativ ist. Was man aber mit einfacher Tinte machen kann, das wüsste ich ziemlich gerne auch. Ich habe nämlich keine Ahnung. Also Sai benutzt ja Tinte, aber hey. Tinte an sich ist ja nicht gefährlich. Wobei, wenn man das Jutsu von Sai und Tinte verbindet, dann könnte es gefährlich werden. Könnte es gefährlich werden. Ja, gut, da haben wir schon mal durchgerammt. Hühnerfleisch mal 4. Grubtinte. Also wir finden hier wirklich alles mögliche. Roastbeef. Geil. Also das hätte ich nicht erwartet, dass man das, dass man sowas in Orochimarus versteckt findet. Ich bin mehr als beeindruckt. Finde es aber ziemlich geil, wie sie dieses Versteck hier gemacht haben. Von Orochimaru. Ist wirklich 1:1 übernommen worden. Ja gut, jetzt nicht 1:1, aber es sieht wirklich so dynamisch aus und hat so eine Atmosphäre auch, die richtig geil ist. Also das muss man schon sagen. Gefällt mir sehr. So, you made it this far. Sai, you jerk! Why did you betray... My, you realized I betrayed you. Good work. If you figured out that much, I assume you also know my objective. I guess. You weren't acting alone. This is your other master, and whoever that may be, is plotting to destroy. Well done. That's correct. We will crush the current hidden leaf, and Sai, doesn't it bother you to be helped? Not really. It is my mission, after all. Why, you- All right. That's enough talking, I think. I can't let you beyond this point. Orochimaru's orders, because Sasuke is over there. Sasuke is- I'm sorry, but I'm afraid you're going to have to disappear now. The way that leads to Sasuke is right through Sai. If you're gonna block our way, I can't mess around here. Especially if he's waiting right up ahead. I'll bust my way through if I have to. Naruto. Captain Yamato, Sakura, don't interfere. Wait, there are three of us here. We'll have a better chance at moving. Captain Yamato, I think there's a lot that Naruto wants to- But... Please. Can't give you very long. If I think you're losing, I'll step- Right. Ach, das ist jetzt gemein.
Ich wollte den Kampf gerade noch machen, aber die Zeit sagt leider schon, dass wir wieder aufhören müssen. Aufhören, wenn es immer am schönsten ist. Naja gut, ich beende den Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder von Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Da werden wir dann gegen Sai und eventuell treffen wir dann endlich mal wieder Sasuke. Naja, seid gespannt auf den nächsten Part. Bis dann und haut raus.